Brüssel. Klassischer Vertrieb ist laut DSGVO ab sofort illegal. Ja, ich war tatsächlich mal im Vertrieb. Also Marketing gemacht, nicht online wie jetzt, sondern früher, ganz früher mal wirklich auch diese angebissenen Äpfel vertickt im Vertrieb. Und Vertriebsleiter, der jetzt nicht direkt von Apple war, aber zu dem ganzen Laden gehörte, der sagte immer, Vertrieb fängt an, wenn der Kunde nicht will. Verkaufen kann ja jeder. Wollte er mir nur erzählen, weil verkaufen konnte ich, ja. Aber er sagte, verkaufen kann jeder. Vertrieb fängt an, wenn der Kunde nicht will. Ich fand den Spruch schon ziemlich ätzend, aber habe dann später erst kapiert, was er damit meinte. Und zwar ist das so, alle Welt richtet sich jetzt über die DSGVO auf. Die einen sagen, ja, das muss so sein, knallhart. Die anderen sagen, das ist alles scheiße. Gut, ich gehöre zu den Letzten, ganz klar. Ich habe ja eingangs gesagt, Vertrieb, klassischer Vertrieb ist ab sofort illegal. Warum? Jetzt sieht das mal so aus. Jetzt tut die in Brüssel tun so, als ob Online-Marketing etwas anderes wäre als normales Marketing. Das ist aber nur online. Das heißt, man adaptiert nur dieses klassische Marketing in die Online-Umgebung. Man macht nichts Neues. Und wer behauptet, es wäre was Neues, der hat keine Ahnung von Vertrieb. Der ist vielleicht Verwaltungsangestellter, der ist vielleicht Beamter, der ist vielleicht Regierungsmitarbeiter, aber der hat keine Ahnung von Vertrieb. Ja? Und von Verkauf nicht und von Marketing nicht. Null. Nada. Weil es sieht ja so aus, wenn ich eine Webseite besuche oder mehrere Webseiten, dann ein Tracking-Programm, das trackt dann, welche Seiten ich gesehen habe, wie lange ich sie gesehen habe. Vielleicht resultiert daraus, was mir gefallen hat, speichert das, merkt sich das, schreibt das auf in die Datenbank etc. So, egal ob das jetzt einzelne Seiten sind oder wie bei Facebook Millionen von Seiten, ist erstmal egal, weil es geht ja um Prinzip. Ne? Also Datenschützer, ihr werdet mir recht geben, es geht ums Prinzip, dass man ungefragt nicht Profile erstellen darf von dem Verhalten. Sehe ich doch richtig, oder? Würde jemand zustimmen, dass man also einfach nicht Leute profilieren soll, um denen dann irgendwie ungefragt irgendwas anbieten zu können. Ist doch richtig, ne? So, jetzt will ich ihm erzählen, wie ein Vertriebler arbeitet. Mein Chefvertriebler damals, Füße hoch. Ja, wo warst du denn in Urlaub? Ach, in Frankreich? Ah, Moment, Frankreich, ja, gut. Personenbezogenes Datum. Ja, wie lange warst du da? Ach so, von dann bis dann. Oh, wir sind da hingekommen, geflogen. Nee, mit dem Auto, mit deinem, ja. Ah, mit dem Ferrari? Nee, mit dem Porsche. Okay, alles notiert. Das heißt, der Vertriebler hat sich massenhaft Profilierungsdaten aufgeschrieben. Und das machen die heute noch. Guck mal bei Siemens nach. Guck mal, ein Vertriebler ist scheiße, wenn er das nicht macht. Der wird fliegen. Weil beim klassischen Vertrieb, da geht es nicht darum, die Zahlen und die Fakten und die Bücher rauszuholen und sich um die scheiß Fakten zu unterhalten. Ein klassischer Vertrieb, der kriegt raus, wie die Leute ticken, was sie haben wollen, wo man ansetzen kann mit Dialogen, wo man sich mit Leuten unterhalten kann, Smalltalk, wie du was, ach, ich habe gehört, du fährst jetzt wieder nach Frankreich dieses Jahr? Nee, fährst du nicht? Ja, okay, du pass mal auf, ich habe da noch mal, und dann kann man ins Gespräch kommen. Dafür macht man diese ganze Chose. Und zwar auch im klassischen Marketing, das schon seit Hunderten von Jahren. Und wenn ihr jetzt behauptet, Online-Marketing, ja, diese Profilierung über die Webseiten, das wäre ohne Zustimmung illegal, dann ist es das offline verfickt nochmal auch. Dann müsst ihr die Vertriebler von Thyssen und was weiß ich, BMW oder sonst, die müsst ihr alle einlochen, weil die arbeiten nämlich so. Die schreiben sich nämlich auf, wo die Leute Urlaub waren, welche Haarfarbe die Frau hat und so weiter, weil man dann eventuell Geschenke machen kann, weil man Einladungen passen kann. Das ist Profilierung. So geht Management. Und ihr wollt gerade nicht online kaputt machen. Ihr wollt das komplette Management kaputt, das komplette Marketing kaputt machen. Ich weiß ganz genau, eure Industrie 4.0 Bosse, wo ihr jetzt so in Klee lobt, von wegen Big Data oder so, die werden euch so ins Knie ficken, die werden euch so in Arsch treten, die gesamte Regierung, wie sie hier da steht. Ihr werdet so einen in die Eier kriegen, das glaubt ihr noch gar nicht. Weil jetzt ist illegal. Geht bitte mal hin, sag, ruf mal bei Thyssen an oder ruf mal bei BMW an und sagt, hey Leute, eure Vertriebler dürfen das nicht mehr. Die müssen am Telefon erstmal sagen, stimmst du jetzt zu, dass ich mir aufschreibe, dass deine Frau rote Haare hat? Hallo? Oder dass ich diese Daten generell erhebe, wo der danach fragt, ja, welche Daten denn? Und dann ist jedes Vertriebsgespräch ist im Arsch, ist komplett im Eimer. Und genau das wollt ihr. Das heißt, ihr macht nicht nur online kaputt, sondern ihr macht momentan alles kaputt. Alles. Ja, ihr seid wirklich asozial bis geht nicht mehr. Nur weil ihr Internet nicht kapiert, nur weil ihr nicht online wollt, dann geht doch raus, aber lasst uns in Ruhe. Verfickte Scheiße nochmal. Reicht mir das jetzt? Wir sind alle illegal. Ja, hurra, wir sind alle Illegale. Ab sofort, jeder ist illegal. Wir sind nach DSGVO alle illegal. Was soll das?